12.05. kündigte Ubisoft am neuen Assassin's Creed Teil an, der am 23. Oktober offiziell erscheinen wird, Assassin's Creed Syndicate. Ein Assassin's Creed, das bisher viel Potenzial für ein gutes Assassin's Creed Spiel gezeigt hat, da man sich ausschließlich auf das Singleplayer-Erlebnis konzentriert. Doch das würde nicht gegen Raytracing natürlich keine Kritik zu den schon vorhandenen Inhalten hätte. Dabei will ich explizit auf den Debüt-Trailer vom 12.05. eingehen. Schauen wir ihn doch mal gleich an. Wir leben in einer gottverdammt großartigen Zeit. Dem Zeitalter der Erfindungen. So viele kluge Kerle erschaffen die unmöglichsten Maschinen und scheffeln dabei mehr Gold als Queen Victoria persönlich. Doch nicht mal ein einziger Schilling davon landet in den Taschen der armen Teufel, mit deren Blut dieses glorreiche Imperium errichtet wird. Die Arbeiterklasse schlafwandelt durch ihr Leben, spürt kaum die Maschinerie, die sie ankettet. Und? Sollen wir sie wecken, Leute? Halt! Das da! Das kommt doch mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie erinnert mich das an irgendwas mit Fledermaus. Irgendwie gleich, es klingelt schon was. Ah, genau, der Greifhaken. Genau wie in der Batman-Arkham-Reihe benutzt Jacob Fry, der Assassin aus Assassin's Creed Syndicate, Greifhaken am Handgelenk, um an höheren gelegenen Orten zu kommen. Man muss es zwar nicht verwenden, aber meiner Meinung nach wird das Parcours, das natürlich auch in diesem Teil präsent sein wird, etwas vernachlässigt. Doch wie das alles umgesetzt wird, werden wir natürlich im finalen Spiel dann sehen. Und doch muss ich sagen, dass genau dieses Ding auch wirklich in diese Zeitepoche passt, weil in der industriellen Revolution wurden viele Erfindungen gemacht. Und komm schon, ein Greifhaken am Arm, da kann sich Batman was abschauen. Aber nun gut, weiter geht's. Wow, stopp! Diese Szene mit der Kutsche, kann ich sie bitte nochmal sehen? Kann das sein? Ja, da haben wir es doch! GTA in Assassin's Creed! Ja, ich glaube, es geht los. Genau wie man es eigentlich in GTA machen würde, klaut Jacob einfach die ganze Kutsche. Ja, wieso denn nicht, ne? Zwar hat man schnittige Autos in GTA, aber meiner Meinung nach passt dieses Feature richtig geil zu Assassin's Creed Syndicate und in diesem ganzen London. Aber gut, das wären mal zwei Kritikpunkte, die ich aus diesem Trailer raussehen konnte. Aber um ehrlich zu sein, sind das für mich keine richtigen Kritikpunkte, weil ich diese Features eigentlich richtig geil finde. Nichtsdestotrotz, lassen wir mal den Trailer zu Ende spielen. Wissen wir es, wir können uns demnächst auf Assassin's Grand Theft Arkham freuen. Und bis dahin abwarten, sabbern und natürlich dem Bro dienen. Willkommen auf der Endcard. Ich will persönlich sagen, ich freue mich schon riesig auf das Spiel. Ich habe mir die Charing Cross Edition schon mal vorbestellt. Dazu werde ich natürlich ein Review machen, weil ich selbst noch nie so große Vorbestellungen gemacht habe. Auch so bei Pokémon Alpha Saphir habe ich mir die Steelbox Edition vorbestellt. Und das, jetzt werde ich zu der Charing Cross Edition von Assassin's Creed Syndicate, dann später, wenn ich es am 23. Oktober habe, natürlich ein Review machen. Und schreibt mir bitte eure Meinung zu Assassin's Creed Syndicate in die Kommentare, ob ihr euch auch so doll auf Assassin's Creed Syndicate freut wie ich. Und was war bisher euer Lieblingsteil? Schreibt das mir in die Kommentare. Und da wir schon mal bei Assassin's Creed sind, unten links findet ihr unser Assassin's Creed Enlightenment Video, das Gegenstück zum Weltpremieren-Trailer von Assassin's Creed Rogue. Und unten rechts kommt ihr dann zu unserem letzten Video, Bro Panic, ein neues Outtakes-Format
Viel Spaß damit und bis dahin.